sind Farms. La partida española. Ah, ich muss... Grüezi, Herr Gebel. Mein Name ist Markus Schmid von der jungen SVP Zürich und Mitglied von der Theatergruppe 400 ASA. Ich muss Ihnen schon sagen, ich bin masslos enttäuscht, dass wir jetzt hier vor dieser wahnsinnigen Kulisse wieder mal komplett allein stehen. Ja, ich sehe weit und breit kein TPC, ich sehe nur ein billiges iPhone-Kamerad. Ja, so muss man sich nicht wundern, wenn es nicht vorwärts geht. Wir haben hier, wie Sie im Hintergrund sehen, extra ein Schloss aufgebaut in diesen wunderschönen Tälern. Und wir sind ja an dem Stoff schon ewig dran. Drama in den Bündner Bergen. Das Theaterkollektiv 400 ASA und das Theater Chur widmen sich der Geschichte des Freiheitskämpfers Jürg Jenatsch. Vor mehr als 300 Jahren focht er für den Protestantismus in Bünden. Held für die einen, Fanatiker für die anderen. Gewalt, Macht, Liebe und Rache. In Chur geht es um die ganz großen Themen. Hey, stopp mal. Darf ich dich kurz ansprechen? Wie siehst du das hier mit der touristischen Vermarktung dieser Ortschaft? Naja, ich habe mit Micky Kirchner gestern gesprochen und ich meine, jetzt ist ein Dream Come True Setting hier. Ja, und wir haben ja Erfahrungen in Kärnten damit gemacht, im Geiltal, da haben wir ja auch einfach Werbekampagnen aufgezogen. Geil, geiler Geiltal, ja, das liegt ja hier auch das ist immanent auf dem Feldweg, ja, die Wertschöpfung, die man hier... Keep it simple and stupid. Man kann, das geht ein Heuschober, kannst du ja simple and stupid machen. Das habe ich schon gesagt, als er seine Frau in Thailand gefunden hat, aber das ist ein anderes Thema. Da bist du deppert. Nein, das ist doch großes Kino, schau dir nur mal das Licht an. Und an dem Gebälk hängt eine ganze erhängte Familie. Vater, Mutter, kleines Töchterlein. Und jetzt Schnitt und jetzt sind wir, das ist jetzt der Oscar-Moment, ja? Jetzt sind wir auf einer Wiese in der Nähe. Stellt euch das bitte vor, ja? Auf einer Wiese in der Nähe. Zwei halb verhungerte Kinder, die Gras fressen. Wie Ziegen. Ja, ich sag, das ist ein Schritt in Oscar, das weiß ich. Ich weiß, dass es gut ist. Das weiß ich. Da kann mir jeder erzählen, was er will. Wenn das nicht gut ist, dann weiß ich nicht. Wir sind jetzt in der Szene nach dem Massaker in Veltlin. 600 Tote, die Ada blutrot gefärbt. Und irgendwo entfernt auf einer Wiese ein Kind, das Gras frisst wie eine Ziege. Sehr schön, mag ich. Und jetzt umdrehen und seufzen. Und jetzt willst du dich abstützen am Geländer und jetzt gehst du um.